So Leute, heute ziehen wir mal alle unsere Aluhüte auf, packen den Promi-Fleisch auf den Tisch und beschäftigen uns mit einem Thema, über das ich die Tage gestolpert bin und das mich unzählige Stunden vor meinem pixeligen Bildschirm gehalten hat. Es geht um Britney Spears. Jeder kennt sie, nicht jeder liebt sie. Aber jeder, der älter als 20 ist, verbindet irgendeine Erinnerung mit ihrer Musik. In ihrem Wikipedia-Artikel wird sie mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern als die erfolgreichste Musikerin der 2000er beschrieben. Und genau deswegen verfolgten Paparazzi Britney Spears überall hin. Wirklich überall. Niemand ließ sie in Ruhe. Es ging so weit, dass sie an einem Bürgersteig zusammenbricht, sich auf den Boden setzt, anfängt zu weinen und die Paparazzis anfleht, sie in Ruhe zu lassen. Aber anstatt Empathie walten zu lassen, halten sie ihre Kameras weiter auf sie drauf und stellen ihr Fragen. Nur um noch mehr Reaktionen aus ihr hervorzurufen und aus Tragik Publicity zu schaffen, die dann teuer an irgendein Klatschblatt verkauft werden kann. Für immense Summen. South Park hat es damals in einer Episode thematisiert. In einer Folge will sie sich wie Kurt Cobain umbringen, schafft es aber nicht und läuft danach mit einem zerfetzten halben Gesicht durch die Straßen und die Paparazzi lassen sie immer noch nicht in Ruhe, sondern sehen es als gefundenes Fressen und machen Stories über ihr verändertes Aussehen. Ein Hilferuf, der durch das Knipsgeräusch der Kameras verstummt wird. All das führte dazu, dass es zu einem Ereignis 2006 kam, als Britney mit ihrem Sohn vor einem Paparazzi mit dem Auto fliehen wollte. In Eile schnallte sie ihren Sohn nicht auf den Beifahrersitz, sondern setzte ihn auf ihren Schoß, fuhr los und lenkte mit einer Hand. Die Medien sahen es natürlich wieder als nächste Story und der eigentliche Schuldige, der Paparazzi, wurde belohnt, anstatt bestraft zu werden. Und Britney, auch wenn sie nicht richtig handelte, vor den Pranger gestellt. Wahrscheinlich versuchte sie der Ungerechtigkeit, die nur ihrem Starsein geschuldet war, Ausdruck zu verleihen und manövrierte sich, bewusst oder unbewusst, immer weiter in eine Teufelsspirale, aus der sie bis heute immer noch nicht herauskommt. Kurz darauf gab sie bekannt, dass sie nicht mehr den Lehren des Judentums folgt und ihr Sohn jetzt ihre Religion ist. 2 Monate später ließ sie sich nackt für ein Cover ablichten, was wieder einmal für Empörung sorgte. Gerade weil schon immer mit der Sexualisierung Britneys gespielt und sie in den Medien als die unschuldige Jungfrau, die keiner Fliege etwas zuleide tun kann und das Idealbild verbitterter Männer sein sollte, dargestellt wurde. Was an sich schon merkwürdig ist, aber das war auch schon in ihren Anfängen so, als sie 16 oder 17 war. Und eine Sexualisierung einer 16-Jährigen, die gezielt so geschminkt wird, der die Haare zurückgeflochten werden, die in enge, kurze Kleidung gesteckt wird und in einer Babysprache spricht, um eine Mischung aus der Jungfrau Maria und einer anrüchigen, begehrenswerten Frau zu sein, ist nicht nur fragwürdig, sondern auch problematisch. Kurz nach dem Fotoshooting bekam sie ihren 2. Sohn, trennte sich aber auch von ihrem Ehemann Kevin Federline. Im Januar 2007 starb ihre Tante, mit der sie eine enge Verbindung hatte, an Eierstockkrebs. Eine Verkettung von Ereignissen, die sie immer weiter in die Welt der betäubenden Substanzen und eines Burnouts drängte. So weit, dass sie am 15. Februar in eine Rehabilitationsklinik geht. Aber nicht mal für einen Tag, denn am Folgetag, den 16. Februar, ging sie mit 2 Bodyguards zu einem Friseursalon, in welchem sie ihre Haare abrasierte. Und genau hier fangen die Verschwörungstheorien zu Britney Spears an. Denn der Friseursalonbesitzer sagte im Nachhinein, dass einer der 2 Bodyguards die Vorhänge absichtlich immer wieder ein Stück zur Seite zog, damit die knapp 70 Leute vor dem Laden einen Blick auf Britney und Fotos von ihr machen konnten. Ein Foto von dem Breakdown, der sich über die letzten Monate ankündigte und die Medienanstalten zum Explodieren bringen würde. Der Zusammenbruch, die Verantwortungslosigkeit und Zerbrechlichkeit Britneys festgehalten auf Bildern, die heute zur popkulturellen Geschichte gehören. Aber nicht nur das, sondern sie führte auch dazu, dass es zu Sorgerechtsstreitigkeiten mit ihrem Ex-Ehemann Federline kam. Und das Gericht sprach diesem das volle Sorgerecht zu. Weswegen er eines Tages zu ihr nach Hause fuhr, um die Kinder abzuholen. Britney schloss sich mit ihrem Sohn Jaden im Badezimmer ein und wollte ihn nicht übergeben. Die Polizei wurde gerufen und ihr Sohn wurde ihr gewaltsam abgenommen. Die Polizei sagte später, sie hätte unter nicht identifizierbaren Drogen gestanden. Daraufhin wurde sie in die Ronald Reagan Psychiatrie zwangseingewiesen und ihr Fall wurde vor Gericht verhandelt. Es wurde beschlossen, dass Britney nicht in der Lage sei, ihr Leben allein in den Griff zu bekommen.
Ihr Vater bekam die Vormundschaft über Britney und Britneys Finanzen. Für diese Arbeit bekommt er seitdem $16,000 im Monat. Ich schreibe seitdem, weil Britneys Vater, Jamie, immer noch die Vormundschaft innehat. 13 mal 12 mal 16.000 sind 2,5 Millionen Dollar. Ihr Vater hat also bis heute schon über 2 Millionen Dollar mit ihrer Vormundschaft verdient. Man könnte jetzt vielleicht denken, dass es nachvollziehbare Schritte sind und es doch eigentlich gut ist, dass ihr Vater die Vormundschaft bekommt. Aber zum einen muss man wissen, dass die Familie Spears schon immer darauf bedacht war, aus ihrer Tochter so viel Profit wie möglich zu schlagen. Als Britney zum Beispiel in die Psychiatrie eingeliefert wurde, kam ihre Mutter sie besuchen, aber nicht alleine, sondern mit Dr. Phil, einem bekannten TV-Psychologen. Das heißt also, dass Britneys Mutter, selbst als ihre Tochter am Boden war, sich keine Sorgen um ihr Wohlergehen machte, sondern jede Situation dafür ausnutzen wollte, um weiter Profit aus ihr schlagen zu können. Und zum anderen wissen wir heute, dass Jamie Spears kein guter Vater war und ist. Jaden Spears, der ältere Sohn Britneys, äußerte sich in einem Livestream zu seinem Großvater und bezeichnete ihn als Vollidioten. Später tauchten Schlagzeilen und eine Anklage auf, dass Jamie seine Enkelkinder geschlagen haben soll, was letztendlich zu einem Kontaktverbot führte. Zudem gibt es eine Aufnahme von Britney, in der sie einen Rechtsanwalt um Hilfe zu ihrer Vormundschaft fragt. Aber hört selbst. Hi, my name is Brittany Spears. I called you earlier, but I'm calling again because I just wanted to make sure during the process of ending the conservatorship that my father threatened me several times that, he'll take my children away. I just want to be guaranteed that everything will be fine with the process of you guys taking care of everything and things just being the same as far as my custodial time. That's it. Bye. Sie sagt ihm also, dass Jamie Spears ihr damit droht, ihr ihre Kinder wegzunehmen, wenn sie sich aus der Vormundschaft befreien möchte. Alleine diese Tatsachen befeuern den Verschwörungstheoretiker in mir. Aber es geht noch weiter. In einem Brief an die Daily Mail schreibt Britney, dass ein Freund bei ihr war, als sie sich mit Jaden im Badezimmer eingesperrt hat. Und er ihr versichert hat, dass sie im Badezimmer bleiben kann und sich keine Sorgen machen muss, weil die Polizei wieder weggefahren ist. Und durch seine Aufforderung bzw. Bestärkung, dass sie im Bad bleiben soll, wirkte es erst so, als wäre Britney verrückt geworden und unzurechnungsfähig. Was wiederum dazu führte, dass sie in die Psychiatrie eingeliefert wurde und sie vor Gericht stand. In diesem Brief schrieb sie auch, dass das Team, welches sie von 1999 an begleitet hat, sie kontrolliert und manipuliert hat, weswegen sie sich von diesem trennen und keine weitere Tournee antreten wollte. Aber nur wenige Monate später stellte ihr Vater genau die gleichen Leute wieder ein. Sie veröffentlichte ein neues Album und trat eine Einjahres-Welttournee an. Der Brief an die Daily Mail ist erst letztes Jahr veröffentlicht worden. 2016 gab Britney ein Interview in der The Jonathan Ross Show, in welchem sie sich kritisch zu der Vormundschaft ihres Vaters äußerte. Und seitdem gibt es keine Live-Interviews mehr von ihr. Jedes Interview ist pre-recorded. Zufall? Ich glaube weniger, denn ihr Vater verbreitete zu der Zeit auch das Gerücht, dass Britney an einer besonderen Art von Alzheimer, das schon im jungen Alter auftreten kann, leidet. Wahrscheinlich, um die Vorwürfe einzudämmen und Britney zu diskreditieren. Und auch die Gegebenheiten vor Gericht wirken so, als hätte ihr Vater schon da seine Hände im Spiel gehabt. Eigentlich wollte sie durch Adam Streisand vertreten werden, aber aus irgendwelchen Umständen wurde ihr Samuel Ingham zugeteilt, der ihr eine Hilfsbedürftigkeit und Unfähigkeit der Verwaltung ihrer Finanzen attestierte. Hier stellt sich mir schon die Frage, wie es sein kann, dass ein Rechtsanwalt eine Art psychologische Diagnose stellt und kein Psychologe oder Psychiater. Aber die Person Samuel Ingham an sich ist auch mehr als fragwürdig. Er spielt auch eine Rolle im Gerichtsverfahren zur Vormundschaft vom bekannten US-amerikanischen Hörfunkmoderator Casey Kasem. Weitere Infos dazu und alle anderen Quellen verlinke ich in der Infobox. Gerade der Brief an die Daily Mail ist mehr als lesenswert. Was das Thema Britney und die Verschwörung, die sie umgibt, aber nochmals aktuell machte, war eine Notfallepisode des Podcasts Graham Stories. Ein Podcast, der von zwei Britney-Fans betrieben wird und von ihrem Leben handelt. Es war zwar bekannt, dass Britney im Februar 2019
wieder in eine Psychiatrie kam, aber es wurde von einer freiwilligen Einweisung geredet. In einer Sprachaufnahme, die im Podcast abgespielt wird, wird aber gesagt, dass Britney zwangseingewiesen wurde, Mitte Januar. Und die Sprachnachricht suggeriert, dass wieder einmal ihr Vater dafür zuständig war. Was dafür spricht, sind zum einen die Gerüchte, dass ihr Vater ihr schon einmal drohte, dass er Schritte gegen sie einleitet, wenn sie gegen die Vormundschaft vorgeht. Oder sie ihre Medikamente absetzt. Vielleicht hatte sie Letzteres vor oder setzte sie schon eine Weile ab, konnte endlich wieder klar denken und ihr Vater fühlte sich in seiner Vormachtsposition bedroht. Weswegen er Kontakte, die er offensichtlich hat, siehe die merkwürdigen Gerichtsverhandlungen 2007, damit beauftragte, sie wieder einmal handlungsunfähig zu machen. Damit einhergehend ist ein Instagram-Post, den sie kurz vorher hochlud und in dem sie bekannt gab, dass sie die nächste Tour nicht spielen wird, da der Gesundheitszustand ihres Vaters besorgniserregend ist und sie für ihn da sein möchte. Aber all die Dinge, die ich genannt habe, lassen vermuten, dass sie in ihm keinen guten Vater sieht und nicht unbedingt für ihn da sein wollen würde. Deswegen wird auch hier spekuliert, dass er die Tour abgesagt hat. Wieder im Zusammenhang mit der Absetzung ihrer Medikamente. Also alles dreht sich immer um die Zurechnungsfähigkeit Britney Spears und der möglichen Eindämmung dieser. Viele Dinge, die ich genannt habe, sind zwar nur Spekulationen oder Aussagen von Britney Spears selber, die wahrscheinlich wirklich psychisch angeschlagen ist. Aber die Tatsache, dass wirklich gesetzlich gegen ihren Vater bezüglich des Schlagens ihrer Kinder vorgegangen wird, lässt mich denken, dass das hier alles mehr als nur eine weitere Verschwörungstheorie ist. Dazu kommt noch, dass Jody Montgomery, der Mann, den der Vater mit der Vormundschaft aufgrund seines kritischen Gesundheitszustandes beauftragt hat, in einem anderen Vormundschaftsfall und der Ausnutzung dessen vor Gericht steht. Was das Fass aber zum Überlaufen bringt, ist der Tod Britney Spears Anwalt im August 2019. Mit Dr. Timothy Benson wollte sie ein für alle Male ihre Freiheit zurückerlangen und gegen die Vormundschaft ihres Vaters vorgehen. Jedoch starb dieser am 24. August, kurz bevor es zu den Verhandlungen kam. Die Todesursache ist nicht bekannt, man geht aber von einem Gehirnaneurysma aus. Zufälle über Zufälle, die alles eins gemeinsam haben: ihren Vater und dessen Vormundschaft. Ich habe wirklich alles aufgesogen, was ich zu der Verschwörung Britneys gefunden habe und finde es äußerst beängstigend. Ob es jetzt wirklich eine Verschwörung um den Vater gibt, möchte ich gar nicht hundertprozentig bestätigen, auch wenn viele Dinge dafür sprechen. Was aber Fakt ist, ist, dass Britney ihr Leben lang ausgenutzt und leider nur als ein mediales Produkt angesehen wurde und nicht als Mensch. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung zu dem Ganzen in den Kommentaren hinterlassen. Mich würde wirklich interessieren, was ihr dazu denkt. Glaubt ihr, dass ihr Vater alles eingeleitet und orchestriert hat, um weiterhin die Vormundschaft und das Geld, das damit einhergeht, zu sichern? Oder ist das hier alles nur fadenscheinhaftig und unberechtigt diskreditierend? Ich hoffe, euch hat das mal etwas andere Video gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über ein Like, Kommentar und oder Abo freuen. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und auch vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann.